kennst du das auch? Da sind 12 To-Dos. Außerdem sind privat noch einige Dinge offen und irgendwie ist überhaupt nicht genug Zeit dafür da. Und weißt du, wer immer zu kurz kommt? Du. Deine Wahrheit, deine Seelenruhe, dein innerer Frieden. Woran liegt das? Wir sind automatisch mit unserer Aufmerksamkeit auf den Dingen, die sich bewegen. Stell dir vor, du schaust jetzt dieses Video und im Hintergrund fliegt ein großer Vogel vorbei. Was würde passieren? Deine Aufmerksamkeit würde sofort zu diesem großen Vogel gehen. So ist es angelegt. Im Außen wie im Innen. Jetzt fliegt da also im Innen ein großer Vogel vorbei, im übertragenen Sinne. Meistens sind es viele Vögel, ein ganzer Schwarm. Und jetzt sind wir so sehr mit dem, was sich bewegt, beschäftigt, dass wir überhaupt gar keinen Teil mehr unserer Aufmerksamkeit bei dem haben, was noch da ist. Stille. Ruhe. Solange wir bei dem, was viel Energie, viel Ladung hat, mit unserer Aufmerksamkeit sind, bei dem, was sich bewegt und gar nicht bei dem, was vollkommen unbewegt ist, diese Stille, diese Ruhe, dieser Frieden, der auch immer da ist, so lange werden wir eben ein anstrengendes Leben leben. Du hast die Entscheidung. Das Leben ist oft, vielleicht sogar meistens, in deinem Fall vielleicht sogar immer anstrengend. Und doch ist da etwas, ein Ort, ein Momentum, was auch immer da ist. Das ist, was du bist, deine wahre Essenz, die da ist: Stille, Frieden, Seligkeit, Liebe oder ganz einfach Lebensfreude. Schau, da setzt sich gerade was auf mein Shirt. Wahrscheinlich hast du es bemerkt. Warum? Wir sind immer sofort mit unserer Aufmerksamkeit bei dem, was sich bewegt. Sei du, weg ist es, mit deiner Aufmerksamkeit, bei allem, was deine Aufmerksamkeit jetzt erfordert. Es scheint ja wichtig. Lasse einen Teil deiner Aufmerksamkeit, aber immer auch bei dem sein und dort ruhen, wo Ruhe ist, wo Stille ist, wo Frieden ist. Dann wird dein Leben so viel einfacher, so viel erfüllter und vor allem unabhängig von den Umständen, wie sie sich gerade spielen mögen. Das wünsche ich dir von Herzen.